Am Straßenrand sitzt ein alter Mann und raucht. Wo lange schon, weil ihn niemand mehr hier braucht. Unter dem Mond ist wahrscheinlich der politischste Song auf diesem Album. Aber da kann Sven wahrscheinlich noch mal mehr zu sagen. Wir haben uns in dem Song mit so etwas detaillierter mit einem aktuellen, wirklich großen Problem in der Gesellschaft so beschäftigt, was wir so empfinden. Und zwar ist es eben der Rechtsruck in Deutschland, dass es da rechts außen einfach viel zu viele Leute gibt, die sich damit anfreunden können, mit Gedankengut, das einfach auf den Müll gehört. Darüber haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht, wie man das angehen kann, und zwar fernab von Platten, also eins gegen eins, genau so, und ihr seid alle scheiße, ihr seid alle blöd und so. Die meisten sind wahrscheinlich auch alle sehr blöd, aber ich glaube, das war auch eine sehr persönliche Sache von mir, muss ich auch dazu noch sagen, das ein bisschen zu differenzieren. Ich fand's gut, dass wir haben versucht, irgendwie so eine Situation herzustellen, in der so ein Mensch, der vielleicht solchen Aussagen, wie sie im Moment halt viel geschrien oder gerufen werden, halt eben zustimmen, und welche Gründe das haben könnte, ohne diese Gründe in irgendeiner Weise zu legitimieren oder akzeptieren zu wollen. Also so, sondern, also wir wollten das zwar beleuchten, wir wollten aber auch ganz klar uns insofern in dem Song positionieren, dass wir sagen, so, wir wollen das nicht akzeptieren, und es gibt da keine gute Begründung für, irgendwie bei Menschen mitzulaufen, die halt andere Menschen verachten. Wir haben da so ein bisschen das Bild genommen eines alten Mannes, der einfach sehr frustriert ist, und da so ein bisschen probiert, das ja einfach darzustellen, was Frust mit einem macht. Im Extremsten. Genau, dieses Bild halt, dieses Mannes bietet sich halt total an, weil ganz viel da reingesteckt werden kann. Ich glaube aber auch, dass es viel mehr auch differenziertere Menschen halt auch gibt als diesen einen typisch klassischen alten Mann. Aber der hat sich halt sehr gut dafür, für dieses Bild halt angeboten, das wir da vermitteln wollten irgendwie. Ich weiß auch noch, dass wir den Song geschrieben haben, bevor diese ganze Sache mit Chemnitz oder so Jahr war. Und dass wir den dann textlich auf jeden Fall schon stehen hatten, so in unseren Köpfen auf jeden Fall. Und als das dann, das war dann die Zeit, wo es dann konkreter ausgearbeitet wurde. Und dann noch diese Sache mit Chemnitz im letzten Jahr dazu kam. Und wir alle gedacht haben, oh Gott, was? Also es ist so angebracht, diesen Song jetzt einfach zu machen, weil das eher so in uns schlummerte und so wichtig war einfach für uns, dass wir so darüber sprechen sollen. Ich glaube, das Schwierige gerade ist ja immer das Problem bei irgendwelchen Songs, die man gegen Nazis oder irgendwelche anderen bescheuerten Überzeugungen macht, dass der große Kritikpunkt ja immer ist, dass er, wer soll das hören, die es hören sollen, die hören sowieso nicht und so. Das ist wahrscheinlich auch bei uns das Problem, wir haben hoffentlich nicht so viele Nazis-Fans. Die große Problematik ist ja irgendwie da, trotzdem haben wir auch irgendwie dabei gedacht, dass wir mit dem Song ja eben auch eine gewisse Menge an Leuten erreichen wollen oder auch beschreiben wollen, die halt eben in irgendwelchen Grauzonen und irgendwelchen komischen halbbraunen Tönen oder sowas irgendwie aufhalten, die vielleicht gar nicht genau wissen, was sie irgendwie irgendwo falsch machen. Und dann, wenn das irgendwie der Fan mit dem bescheuerten Böse-Onkels-Patch oder so ist, wir wollen ja genau in dem Song einfach irgendwie sagen, so, das sind nicht alles so, ne, fuck auf Nazis, das haben aber schon genug Leute gesagt und das ist auch genau richtig, aber es gibt da halt auch noch irgendwo andere Leute, die vielleicht irgendwo mal verloren gegangen sind, und das wäre schön, wenn die das hören, das wäre aber auch schön, wenn das eben Leute hören, die eben immer nur ihre Faust in die Höhe recken können und immer nur sagen können, fuck Nazis. So, das ist halt auch da schön, wenn man irgendwie an der Stelle mal eben, wie es überall ist, es ist eben nicht nur schwarz und weiß oder eben braun und alle anderen Farben gibt oder was weiß ich, sondern dass man eben, man muss sich das alles irgendwie mal vernünftig betrachten, und da soll es eben halt auch genau solche Leute erreichen. Einfach hören und wirklich hören. Ja. Das wäre wichtig. Ja.